Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und ich spiele in einem Community gegen den Rest der Welt, spiele ich Mordekaiser. Ich habe den neuen Mordekaiser, also den reworkten Mordekaiser, noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt macht. Und letztendlich habe ich von anderen schon gehört. Die Gegner wissen natürlich erstmal, wer wir sind. Geilo Family. Opi! Und ich habe von anderen schon gehört, dass der Mordekaiser eigentlich genauso sein soll wie der alte. Also da hat sich nicht viel verändert. Er hat ein bisschen Mobilität hier durch die W bekommen. Wenn er die W auf einen Verbündeten wirft, dann kriegt er und der Verbündete diese Fähigkeit. Beziehungsweise hier diesen was ist das hier? Diesen Creep, nee. Also diese Metallwolke oder was das sein soll. Und letztendlich, wenn die sich aufeinander zubewegen, dann sind beide schneller. Und kriegen sogar einen ziemlich ordentlichen Movement-Speed-Buff von 60. Also ich werde das gleich mal ausprobieren. Das heißt letztendlich für mich, man sollte Mordekaiser nie selber mit dieser W ausstatten, wenn Minions in der Nähe sind oder Verbündete. Weil er kriegt ja sowieso auch diese Wolke. Können wir uns hier nochmal angucken. If cast on an ally, Mordekaiser also gains the effect of creeping death and both gain 60 bonus Movement Speed when moving towards each other. Das finde ich ein bisschen schwierig. Man muss sich also irgendwie aufeinander zubewegen. Ich hoffe, es reicht, das hier auf einen Minion zu setzen und dann einfach in seine Richtung zu laufen. Also so nicht, dass beide in die gleiche Richtung laufen, sondern nur einer dem anderen irgendwie entgegenkommt. Vor dem Late rasiere ich dich. Oh nee, Alter. Da sind schon wieder irgendwelche Leute hier unterwegs. Oh, gleich getroffen. Ja, Mordekaiser im Late Game, absolutes Biest, gerade wegen seinem Schild. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, auch Trindamere ist ein Biest, aber jetzt habt ihr es gerade gesehen. Er hat den Auto-Attack auf mich draufgeschmettert. Oh. Yes. Zack. So, Trindamere muss natürlich seine Wut aufbauen. Oh, hätte ich mal Ignite genommen, oder? Hätte ich doch mal Ignite genommen. Oder? Ja, ich bin nicht sicher. Also ich spiele ihn jetzt auch das erste Mal. Von daher kann ich meine Erfahrung, die ich jetzt mit ihm mache, natürlich wunderbar mit euch teilen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt pushen sollte oder nicht. So, ich habe auch schon ein bisschen kassiert. Habe 9 CS, er hat auch 9 CS. Also das ist recht ausgeglichen und am Anfang bin ich natürlich sehr, sehr squishy. Na klar. Ey, der hat aber gut Schaden gemacht, der Freund. Na gut, dass er noch durch Minions gelaufen ist. First Blood! So, jetzt hat er hier nochmal kassiert. Also, zumindest hat er gepusht. Sagen wir es mal so. Zumindest hat er gepusht. Und ich kann jetzt hier relativ sicher farmen. Ja, wie sieht das jetzt aus? Bis jetzt würde ich mal sagen, ja, es funktioniert. Ich habe ja jetzt den kleinen Level-Vorteil. Oh, shitty. Er hat nur mein Schild weggerissen! Junge, das ist krass an dem Mordekaiser. Das muss man natürlich ein bisschen einschätzen lernen. Alto Belli. Das war schon immer krass an ihm. Junge, der hat mich angegriffen, der hat mich durchgezwirbelt, hat seinen Auto-Attack gemacht und ich habe keine Leben verloren. Einfach nur das Schild, ey. Warte mal, ich muss doch gar nicht weg, oder? So, komm ran, Lee. Komm ran, Lee. Na, können wir da was machen? Ups. Oh, geil, ey, der traut sich nicht mal mehr zu kommen. Okay, doch nicht. Doch nicht. Lauf weg! Lauf weg! Okay, nice. Alto Belli.
Alto Belly, das war dann ja doch mal sehr close. Ja, gucken wir mal. Hallo Trindaman. Ah, jetzt hat man es gesehen. Ich wollte meinen Verbündeten mit der W ausstatten. Und dadurch habe ich auch die W bekommen. Wie läuft der eigentlich? Oh, shit. Das überlebe ich. Das müsste ich überleben. Ja, das überlebe ich. Nice. Und jetzt gehe ich erstmal back. Das Geile ist, ich habe TP. Komme also zurück. Oh, mir hätte eigentlich nur noch so wenig gefehlt. Hier für den Hextech-Revolver. Ganz ehrlich, da komme ich jetzt aber lieber mit ein paar Tränken erstmal zurück. Oh, Katarina gegen Katarina. Und die gegnerische Katarina macht es besser. Und in einem Mirror-Match, wenn der Gegner zwei Kills vorne ist, was jetzt der Fall ist, ah, dann sieht's böse aus. Das ist geil. Mordekaiser im Late-Game. Er war immer ein Champion, der 1v2 bestehen konnte. Und eigentlich ist er gegen Trindamere auch sehr stark mit seiner Ulti. Weil diese Ulti tickt natürlich über einen gewaltigen Zeitraum. Haha, jetzt wird er hierdurch noch geschwächt. Ich glaube, ich spinne. Jo, gleich nochmal kassiert. Alter, krass. Und ich habe noch einiges an Tränken. Mit dem Hextech-Revolver ist natürlich geil. Ich habe mein Schild. Und durch den Hextech-Revolver, durch das Spellvamp, durch den Spellvamp, würde ich auch ordentlich Leben regenerieren. Also irgendwann ist man dann auch nicht mehr zu knacken für den Gegner. Jetzt freeze ich schön und das findet er eklig. Das findet er eklig, der Freund. Junge, Junge, Junge. Zack. Und jetzt habe ich ihn schon aus der Lane gepusht. Und das Geile ist, er hat Ignite. Ich habe TP. Komme also immer schneller in die Lane und er kann mich gerade überhaupt nicht töten. Die E wird hochgeskillt. Wie sieht es insgesamt vom CS aus? Unser Corki. Aber die Sivir macht es auch ganz gut. Also wir haben hier zwei Lanes, die... Naja, meine Lane gewinnt. Ja, doch, kann man so sagen. 20 CS mehr. Zack, wunderbar. Jetzt bin ich schön weit. Ah, komm. Die paar Sekunden halte ich noch aus. 80 Sekunden, dann kann ich wieder zurück und direkt mit TP mich wieder in die Lane porten. Und hier wird gerade gegankt. Aber es geht in die Hose. Komm, er ist tot. Er müsste tot sein. Nein, ist er nicht. Uah, ich glaube, da hätte ich noch mehr mit meinem Schild spielen können. Shit. Shit. Auf jeden Fall funktioniert er. Oh, und die Katarina. Die haben zwei richtig böse Schnetzler. Katarina und Master Yi im Late Game. Stelle ich mir also für uns später nicht so leicht vor. Aber mir geht es hier darum, einfach mal zu schauen, wie ist der Mordekaiser? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe den alten Mordekaiser ja auch gespielt. Also der ist wirklich vom Gefühl her ganz, ganz ähnlich. Also da nimmt sich nicht viel. Ich habe es jetzt noch gar nicht ausprobiert hier, ob das... Bin ich jetzt schneller, wenn ich auf den zulaufe? Hm. Boah. Katarina OP. Was hat die für Stats? 4-0. Das verspricht, böse zu werden. So, Mordekaiser ist aber auch geil, dass man den auch ein bisschen tanky bauen kann. Also, ich werde hier... So, jetzt habe ich erstmal den Hextech-Revolver. Könnte mir hier noch den Finish Codex leisten. Also, Will of the Ancients ist auf jeden Fall ein Ding. Dann aber Rhea's Crystal Scepter. Gibt mir schön Tankiness. Ich baue jetzt aber trotzdem
Erstmal Blasting Wand, einfach für ein bisschen mehr Damage. Ich habe das Gefühl, ich kann genug Damage machen gegen Tryndamere und er kann mich nicht töten. Und wenn ich genug Schaden mache, ist natürlich auch mein Schild dick. Alter! Ja, ist doch nicht normal. Mein lieber Scholli. Ja, schön biestig. Schön biestig. Genauso soll er sein. 76 CS zu 48. Das Geile ist am Q, wenn das Q wirklich nur auf ein einziges Target geht, also auf ein einziges Ziel, dann macht es richtig viel Schaden. Weil eigentlich verstreut sich dieser Damage. Alter, 6-0! Was passiert denn in den anderen Lanes? Halleluja! Ich weiß nicht, ob ich euch ein Late-Game Mordekaiser präsentieren kann, so wie es aussieht hier. Heidewitzka. Heidewitzka, mein Freund. Alter. Direkt zerfetzt. Hier. Farm noch ein bisschen mit mir. So, ein Kill fürs Team. Ein Kill für Papa. Und ja, wie ist das jetzt gekommen? Die Hälfte nämlich dieses maximalen Schadens. 30% der gegnerischen maximalen Leben. Das ist absolut nicht normal. Und das auf Level 1 mit ein bisschen AP. 30% der maximalen Leben. Und die Hälfte davon, die kommt sofort. Half stolen initially and half over 10 seconds. Das heißt, ich habe ihm direkt mal 15% seiner maximalen Leben einfach sofort weggerissen. Alto Belli. Das finde ich geil. War das schon immer so bei Mordekaiser? Ich hatte das Gefühl, seine Ulti tickt immer über diese 10 Sekunden. Dass die Hälfte sofort weggerissen wird? Das ist mega strong. Auf Level 1? 29% der maximalen Leben? Und 15% davon sofort? Alter. Geil. Die Gegner haben wahrscheinlich Drake. Die haben noch keinen Drake. Yo, Master. Yo. Premates. Assassin Premates OP. Aber mein Schild! Ich habe gar keine Leben verloren. Ey, was ist hier los? Mordekaiser ist echt Bombe. Der Base Damage stimmt hier auch. Junge, der Base Damage stimmt. Die Junge. Oh, da ist ein Kill für uns. Ne. Und wir haben Drake. Halleluja. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Nein, sie darf jetzt nicht abräumen. Alter, aber good job. Das war jetzt auf jeden Fall ein kleines Comeback. Ah, kommt er weg. Oh, oder? Oh nein, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben, Corki. Oh, die hat ein bisschen kassiert. Ich komme. Ich komme. Hab Flash. Wie? Komm ran. Oh no, Alter. Schade, dafür habe ich sogar geflasht. Es reicht. Erzähl mir keinen. Dieser 10-Sekunden-Tick hat gereicht. Hallo. Guck mal, wer hier Damage macht. Guck mal, wer hier Damage macht. Die Sivir. Ist das geil? Ist das geil? Und boom. Junge, der Mordekaiser wird für die Gegner noch ein Problem. Lange habe ich ihn nicht mehr gespielt. Ist definitiv ein ganz anständiger Champ. Junge. Yes, 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 yes. Komm schon. Boom. Alto Belli. 7-9. Wir kommen hier absolut zurück. Geil, geil. Good job. Okay, wenn das Team jetzt natürlich alles richtig macht, ey, dann sehe ich das hier sehr positiv für uns. Und jetzt, ich habe Rhea's Crystal Scepter. Das heißt, alle meine Fähigkeiten slowen. Und als nächstes hole ich mir dann noch ein Liandry's, also die Maske. Einfach, weil die super mit diesem Slow dann auch synergiert. Guckt euch das an! Junge, und er wird geslowt. Er wird einfach permanent geslowt. Ich krieg ihn nicht. Oh nee, ich krieg ihn, oder? Junge, Mordekaiser. No chance für Tryndamere.
geil zu wissen eigentlich, dass es so ein starker Trindamer-Konter ist. Eben durch diese ganzen Schilde kommt Trindamer einfach nicht durch. Und jedes Mal, wenn man Schaden macht, ihr habt es ja vielleicht gesehen, auch mit den Auto-Attacks, wenn ich Schaden gemacht habe. Ist er hier noch? Ne. Ja, und jetzt... Ja, Master, du kannst es versuchen. Wird aber überhaupt nichts nützen, Alter. Ihr könnt es auch zu zweit versuchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, ich wollte den permanenten Slow drauf haben. Komm schon, Cutter! Cutter-Regel! Nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, ich glaube, wir hätten da sogar rangekonnt. Alter, geil zu wissen. Mordekaiser war schon immer so. 2 gegen 1. Das packt er. Beziehungsweise 1 gegen 2. Ist schon ziemlich biestig. Aber was ich jetzt auf jeden Fall brauche, sind erstmal Schuhe. Ja, ich habe ja hier den Ward. Ich sehe das, wenn sie kommt. So, auf jeden Fall brauche ich Schuhe. Wo sind sie? Boah, vielleicht sogar gleich die Magiedurchdringungsschuhe. Na klar, umso mehr Schaden ich mache, umso dicker ist mein Schild. Und jetzt gönne ich mir hier nochmal einen Sweeper und hier nochmal einen Trank. 301, das ist er. Das ist Mordekaiser, man kann ihn schön tanky bauen. Jetzt durch Rhea's Crystal Scepter habe ich ordentlich Leben und durch Liandry's kriege ich natürlich auch nochmal ordentlich Leben. Top Ult. Denke schon. Ich glaube, der hat noch seine Ulti. So, das Gute... Achso, das bin ja ich. Unser Corki. Ah, der hat jetzt ein bisschen weniger CS. Okay. Oh, macht schon Schaden. Macht schon Schaden, ey. Ich habe eigentlich TP. Mal in 50 Sekunden, aber das heißt, ich kann jetzt hier weiter pushen. Und ich kann dann gleich irgendwo vielleicht in eine andere Lane kommen. Na, wie sieht's hier aus? Level 10. Oh, hallo Trinda. Es hat auch eine ordentliche Range. Damit kann man eigentlich als Toplaner wirklich geil poken. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass die tot sind. Oh! Komm schon, komm schon! Yes! Mein W hat's gemacht! Alter, 2 gegen 1 und das sind wahnsinnige Schnetzler, Leute! Trindamer, Master Yi, das sind eigentlich Leute, die zerfetzen jeden Solo und die schaffen es nicht mal zu zweit, einen Mordekaiser zu packen. Oha, dieser Champion überzeugt mich, gerade in so einer Kombination. Klaue ich mir doch mal die Laterne. Boah, und die Ulti von der Abklingzeit? 90 Sekunden ist okay, macht jetzt schon fast 40% der gegnerischen maximalen Leben. Ey, ich freue mich schon, wie das aussieht, wenn ich noch mehr AP habe. Wenn ich Liandry's habe, das ist aber alles als Magic Damage. Maximum Health, die ist Magic Damage, ja. Oh, guck mal hier mal. Komm! Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Trash, Bob und tot. Wunderbar. Haben die Gegner schon Drake? Die haben noch keinen Drake, also kriegen wir jetzt den ersten. So, mal gucken. Katarina will, glaube ich, reinjumpen. Es wäre ein gefundenes Fressen für sie, wenn ich nicht hier drin stehen würde. Dieser Panzer. Und es sieht gut aus. 9 zu 9. Und Mordekaiser, wenn der einmal gefeedet ist. Der kann wirklich ein ganzes Team zerfetzen. Alter. Oh ja, die haben sie. Schön, das Bell steht es raus. Oh, da bin ich drin, mein Lieber.
Ganze Minion Wave stirbt. I hate my sub. Jetzt fangen die an, sich zu flamen. Yo! Ha, perfekt. Genauso soll es sein. Die Community zerstört nicht nur die Gegner im Spiel, sondern auch psychisch. Diese ganzen Mindgames. Wir spielen einfach besser zusammen. Das ist ganz einfach. Also wenn ihr noch nicht zur Community gehört, dann schließt euch an. Der Trainer wäre nur am Rückzug. Und wenn jetzt zwei Leute auf mich zukommen, dann kill ich die beide. Das mit 238 AP. Was eigentlich so mega wenig ist. Das ist doch total der Witz, oder? So, wenn er seine Ulti nicht hat, ist er tot. Glaube ich. Yo! Nein, das hat echt nicht gereicht. Alter! Und ich habe den Trindamer wirklich noch bekommen. Mordekaiser OP. Er bräuchte nur ein bisschen, ja, mehr Mobilität. Obwohl, wäre dann nicht irgendwie schon zu stark. Aber der ist so krass. Der ist echt so krass. Wieso habe ich da Trindamer noch gekillt? Das muss wirklich dieser komplette 10-Sekunden-Tick gewesen sein. Und schon ist er auf dem Rückzug. Ey, der macht gerade wahnsinnig Spaß. Oh oh. Jetzt wollen sie mich doch nochmal haben, ne? Ey, was für ein Witz. Was für ein Witz. Ich brauche mein Schild. Ich brauche irgendwie mein Schild. Nein. Ah, da hätte ich noch irgendwie was auf ihn drauf knallen müssen. Und jetzt bin ich das erste Mal gestorben. Schade. So, Will of the Ancients gehört's mir. Und jetzt Haunting Guys. Wieder ein bisschen mehr Leben. Wieder ein bisschen mehr AP. Und was mich hier am meisten interessiert, jetzt bei 300 AP, was macht die Ulti? 41% der gegnerischen maximalen Leben. Das heißt, über 20%, also 20,5 wahrscheinlich auf 21 wahrscheinlich hochgerundet, gehen sofort von den gegnerischen Leben ab als magischer Schaden. Aber das ist schon mega. Also Squishies zerstört man hier schnell. Das Entscheidende ist, dadurch kriege ich auch noch ein richtig dickes Schild. Ja, und das sieht doch ganz gut aus. Also besiegt euren Laning-Gegner im Early oder haltet zumindest das Early aus als Mordekaiser. Und im Late-Game ist man schon sehr, sehr biestig. Ich finde auch hier jetzt doch gut, dass ich TP genommen habe. Hab nämlich überlegt, vielleicht wäre Ignite besser, aber man sieht, ich brauche gar kein Ignite. Und tatsächlich bin ich so wenigstens ein bisschen mobiler, beziehungsweise ein bisschen globaler unterwegs, dass ich auch mal meinen Mates jetzt am Drake oder meinen Mates irgendwo in einem Fight in einer anderen Lane einfach mal helfen kann. Nice. Ey, das ist unglaublich, aber wir haben es jetzt im Griff. Boah, was am Anfang so schlecht aussah. Und ich habe doch schon gesagt, ich glaube nicht, dass das noch ein schönes Late-Game-Ding wird. Aber das sieht jetzt komplett anders aus. Und das zeigt genau, dass man die Hoffnung überhaupt nicht aufgeben darf. Einfach immer weiterspielen, einfach das Beste geben, einfach sich konzentrieren und nicht flame. Also wirklich positiv versuchen, mit dem Team zu spielen, auch wenn es halt mal schlecht aussieht. Und wir sind jetzt richtig weit vorne. Zwei sind Bot. Und ich zerfetze locker ein. Egal wer hier kommt. Katrina, kommst du? Ja, komm ran. Easy. Ey, das ist nicht normal, ne? Durch. Und! Double Kill! Leute, ich stand einfach nur am Tower. Ich stand einfach nur am Tower. Zeig die Ulti. Junge, der kann mir einfach helfen. Da kommt Sivir. Hallo! Mein Spell Shield. Und tot. Dennis ist tot. Oh mein Gott, jetzt wird's aber böse, oder? Oh oh. Oh oh, und ich habe keinen Flash. Okay, ich lasse ihn noch mal ein bisschen durch die Minions laufen.
Damit die so ein paar Leben verlieren. Hopp! Nice. Oh, oh, sie hat ihren Stun, den sie natürlich auch einsetzen will. Junge, da war ich sogar schnell genug. So, jetzt mal schauen. Ich vermute, Annie, die wartet hier nicht. Na klar, wartet sie. Hopp. Zack, da hat sie nochmal den Slow drauf bekommen. Nein! Komm schon, Trashy! Ja, und boom! Unzerstörbar gerade. Wirklich unzerstörbar. Und die können es auch jetzt nicht versuchen. Ich bin da. Und sie haben surrendert. Mordekaiser Toplane hat sie in die Knie gezwungen. Was für ein Champion. Unzerstörbar. Seine Ulti hatte ich eigentlich schwächer in Erinnerung. Es ist wirklich stark, auch in der Lane. Und es ist nicht immer nur so, dass er Schaden macht, sondern gleichzeitig bekommt er auch immer noch ein Schild. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich bin euer Powerwort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.